Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem, ich glaube, September und Oktober. Falls ihr es gerade wackeln habt sehen, hier vor mir ist meine Sheba und wackelt am Stativ. Weil sie direkt unterm Stativ sitzt und sich putzt, aber wie auch immer. Neuzugänge. Einer der wichtigsten Neuzugänge bei mir ist Wolkenschloss von Kerstin Giehl. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich liebe das Buch echt. Ja? Falls ihr irgendwo bei Amazon oder was der Geier, was irgendwas von habt mir eigentlich was anderes versprochen und ein Kinderbuch, bla bla bla, vergisst's. Echt, vergesst es. Das ist ein Buch für klar, ich würde mal sagen, von 12 bis mindestens 41 Jahren. Ich fand's großartig. Richtig toll geschrieben. Es geht um eine Praktikantin im Wolkenschloss. Das ist ein Hotel in der Schweiz. Und die ist da gerade, die war als Zimmermädchen unterwegs und an der Rezeption und wherever und so. Und momentan ist sie im Prinzip ein Kindermädchen für die Kids, die eben die Gäste mit in das Hotel bringen. Und da erlebt sie richtig coole und mysteriöse Abenteuer, denn über Weihnachten und Neujahr zum Silvesterball, da haben sich richtig krasse und Leute eingemietet in das Hotel und wollen da den Ball feiern. Und passieren so einige merkwürdige Dinge. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das auch ein kleines bisschen fantastisch werden könnte. Aber nur so ein Hauch an Kerstin Giehl, ne? Wahnsinnig toll geschrieben, unheimlich gut geschrieben. Ich habe nichts dran auszusetzen. Ich liebe das Buch. Ich liebe die Story, ich liebe die Charaktere. Richtig cool. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Einzelband bleiben wird. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mir eine Art Fortsetzung wünschen. Vor allem weil von den etwas magisch wirkenden Begebenheiten oder komischen Begebenheiten, die während der Story passieren, die nicht so wirklich aufgeklärt werden, was denn das Mysteriöse dahinter ist. Von dem her wäre eine Fortsetzung und weitere Aufklärung darüber echt cool. Ja, mein erster Neuzugang. Halten wir mal hier. Dann kam die Frankfurter Buchmesse. Und da kam der Stand, an dem von Andreas Suchanek, heißt der gute Mann, der Autor. Da hatte der seinen Stand mit seinem Buch, und eben in dem Stand waren noch weitere Autoren oder Autorinnen.
Und die war zum einen die Nadine Atman. Die hat nämlich Cyberworld 1.0 Mind Reaper geschrieben. Und das habe ich mir da gleich mitgenommen und habe es gekauft. Ja. Und ich lese euch das mal ganz kurz vor. London 2038. Das Cybernetz ist der größte Freizeitspaß. Besonders unter Jugendlichen. Egal, ob man als Avatar in sozialen Netzwerken neue Leute treffen oder in interaktiven Rollenspielen virtuelle Abenteuer erleben möchte. Die schöne neue Technikwelt bietet Unterhaltung für jeden Geschmack. Auch Gemma, Jamie und Zack verbringen dort jede Menge Zeit mit ihren Freunden. Doch plötzlich fallen drei Jungen während ihres Aufenthalts in der virtuellen Welt ins Koma. Ihre Körper sind unversehrt, doch ihr Bewusstsein ist in der Cyberworld verschwunden. Wer oder was steckt dahinter? Gemma, Jamie und Zack suchen nach Antworten und kommen dabei dem Mind Reaper gefährlich nahe. Ich fand, was ich hier so gelesen habe, gleich richtig spannend und interessant, dass ich mir das unbedingt mitnehmen wollte. Außerdem war die Autorin auch ganz sympathisch und hat mich da gleich mal überzeugt davon. Dementsprechend habe ich mir das gekauft. Eine weitere Autorin, die an dem Stand ihre Bücher vorgestellt hat, oder ihr Buch, ist die Lucia Pfühl, glaube ich, wird es ausgesprochen. Das ist eine Schweizer Autorin, die hat Frost and Pain, die Jagd beginnt, geschrieben. Das ist so eine Steampunk, spielt im Steampunk. So. Ich lese euch das auch mal vor. Die ehemalige Diebin Lydia Frost eröffnet eine Agentur für Verlorenes und Vermisstes. Ihr neuester Auftrag führt sie ausgerechnet zurück zur berüchtigten Madame Yue und den Dragons, der Organisation, von der sie sich gerade erst hart ihre Freiheit erkämpft hat. Als gäbe das nicht schon genug Probleme, muss sie auch noch den Pinkerton Jackson Payne ausfindig machen. Doch der Amerikaner hat seine eigenen Aufträge. Frost steht plötzlich im Kreuzfeuer und muss sich zwischen Paynes Leben und ihrer Freiheit entscheiden. Dies ist der erste Punk der neuen Steampunk-Reihe Frost and Pain. Für mich hat sich das richtig interessant und cool angehört. Und ab und zu mal ein Roman, der so im Steampunk-Stil spielt, das hat schon was. Und nachdem Steampunk eher so ein männerlastiges Genre ist, als von den Autoren her, bin ich mal echt gespannt, wie Lucia Pfühl das so umgesetzt hat. Wie gesagt, ich habe sie auch auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt. Und den habe ich jetzt zwar nicht auf der Frankfurter Buchmesse, doch, aber vor einigen Jahren habe ich den guten Mann auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt. Welcher ist denn jetzt nur der erste Teil? Ich kenne ihn jetzt schon ein paar Jahre, aber ich habe ehrlich gesagt immer noch nichts von ihm gelesen. Aber ich muss das jetzt unbedingt ändern. Und da finde ich, ist Vedora von Markus Heitz doch echt passend. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welcher jetzt hier der erste Teil ist und welcher der zweite. Aber ich glaube, das ist der zweite und das
Hier ist der erste Teil, wenn ich mich nicht täusche. Ich lese jetzt euch einfach mir mal vor. Im Mittelpunkt einer gigantischen Wüste liegt die schwer befestigte Stadt Vedora. Sämtliche Handelswege der 15 Länder rings um das Sandmeer kreuzen sich hier. Karawanen und Kaufleute und Reisende finden Wasser und Schutz. Hierhin verschlägt es den Halunken Leothan und die Gesetzeshüterin Tomeya. Die beiden kommen zum ungünstigsten Zeitpunkt in der Stadt. Die beiden kommen zum ungünstigsten Zeitpunkt in die Stadt. Steht Vedora doch kurz vor einem gewaltigen Krieg, den die geheimnisvollen Stämme der Wüste rufen zum Sturm auf die mächtige Stadt. Leothan und Tomeya geraten schnell in ein tödliches Netz aus Lügen und Verschwörungen, besitzen sie doch Fähigkeiten, die für alle Seiten kriegsentscheidend sein können. Ja, und ich habe auf der Außenbühne, keine, mir ist ich, ja, auf der Bühne, auf der Frankfurter Buchmesse, hat unter anderem Markus Heitz über eben diese Reihe gesprochen. Und eben den zweiten Teil und was da so ein bisschen drin vorkommt, was da passiert. Und für mich hat sich das richtig cool angehört. Hat auch erzählt, dass das eigentlich mal aus, keine Ahnung, ich glaube den 80er Jahren irgendwo auf einem Art Rollenspiel, das sie sich eher mit ein paar Leuten ausgedacht hat, basiert. Und dass er im Prinzip dachte, die Story von diesem Rollenspiel, die ist so interessant und so cool, die müsste er jetzt mal irgendwann mal wieder aufgreifen und einen Roman oder Romane drum erfinden. Ja, und gesagt, getan, und daraus ist eben Vedora entstanden. Und ich bin gespannt. Es ist mal nicht die Zwerge von Markus Heitz so als Einstieg, aber ich denke mal, wenn wir die taugen, dann werde ich mir die anderen Heitz-Bücher auch mit der Zeit mal vornehmen. Er ist echt sympathischer Autor und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Und jetzt habe ich ihn schon so oft getroffen. Jetzt muss ich doch irgendwann mal was von ihm lesen. Ja, den guten Mann vom nächsten Buch, von meinem nächsten Neuzugang. Den kenne ich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und man trifft sich immer wieder auf den Buchmessen. Und mir geht es da ehrlich gesagt auch Schande über mein Haupt. Ja, ich weiß. Aber ich habe tatsächlich noch kein einziges Buch von ihm gelesen. Das Ganze liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich eher selten bis gar nicht in dem Genre des Thrillers unterwegs bin. Sebastian Fitzek ist nun mal ein Thriller-Autor. Was soll ich sagen? Egal, ich lese euch mal ganz kurz hier was vor. Mats Krüger, ein erfahrener und erfolgreicher Psychiater, muss seine panische Flugangst überwinden. Als seine hochschwangere Tochter Nele nach jahrelanger Funkstille wieder Kontakt zu ihm aufnimmt, nimmt Mats, der nach dem Tod seiner Frau per Schiff nach Argentinien ausgewandert ist, hatte nie wieder vor, zurückzukehren. Doch jetzt bittet Nele ihren Vater kurzfristig, ihr nach der Geburt des Babys Beistand zu leisten. Nach der Teilnahme an einem Flugangstseminar geht Mats an Bord des Langstreckenflugs Buenos Aires-Berlin. Schon kurz nachdem er seinen Platz eingenommen hat, muss er feststellen, dass er sich auf die falschen Ängste vorbereitet hat. Es ist keine Turbulenz, kein Druckabfall
und keine Terrorwarnung, die ihn in einem entsetzlichen seelischen Ausnahmezustand treiben, sondern der Anruf eines Unbekannten, der ihm eröffnet, dass sich ein ehemaliger Patient an Bord befindet. Jemand, den Krüger einst von mörderischen Gewaltfantasien befreite und den er nun dazu bringen soll, über 600 Passagiere und sich selbst in den Tod zu reißen. Buh! Alter! Ja. Hört sich cool an. Ehrlich, dieses Buch sieht auch cool aus. Vor allem dieses Cover ist schon echter Hammer. Dieser Schutzumschlag, das ist so eher kein Papier, sondern Kunststoff. Aber hier innen, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Könnt ihr das erkennen? Das ist so eine Art Hologramm, das sich verändert und wo dann so eine Person plötzlich aus der Dunkelheit auftaucht mit dem Gesicht. Das Cover, falls ihr meinen Vlog vom Messesonntag, glaube ich, auf der Frankfurter Buchmesse gesehen habt, da hat ja der Sebastian Fitzek eine hunderte Meter lange Schlange an Menschen versorgt und hat Bücher signiert und Autogramme gegeben, Bilder gemacht und von 10:30, glaube ich, bis nach 17 Uhr. Und da war seine Frau und die hat uns dieses Buch mal gezeigt und das Cover, da war das ja noch nicht draußen, es ist ja noch nicht erschienen gewesen, aber ja, sie hatte das da und dann hat sie uns mal das Cover gezeigt und jetzt habe ich mich echt mal entschlossen, weil so viele auf mich eingeredet haben, ich muss doch jetzt unbedingt mal einen Fitzek lesen und dachte mir, hey, cooles Buch und da bietet sich das doch einfach mal an, dass ich mir das neueste Fitzek Buch mal reinziehe. Ja, Flugangst 7a. Ja, denn ich packe euch das auch mal rein, noch in die Videobeschreibung, die Janine von The Empire of Books hat auf der Frankfurter Buchmesse eine Veranstaltung moderieren dürfen, auf der Sebastian Fitzek auch war. Und da hat er das erwähnt, dass eben der Titel Flugangst 7a darauf beruht, dass nach so Flugcrash-Studien der Platz 7a im Schnitt der unsicherste und tödlichste Sitzplatz in einem Flugzeug ist. Ja, wer auf 7a sitzt, hat eben beim Crash am allerwenigsten Überlebenschancen. Und deswegen dieser Titel. Finde ich cool zu wissen. Das waren halt, hätte es ja fast vergessen, auch noch als Neuzugang von Das Erbe der Macht ist der 10. Teil als E-Book. Den blende ich hier mal ein. Ascheatem heißt dieser 10. Teil. Ich hoffe, dass bald der 11., 12., 13., 14. Teil rauskommt und ich die dann euch als Neuzugänge vorstellen kann. Denn ich finde die Reihe ehrlich gesagt richtig endgeil. Ich hoffe, der Autor, der Andreas Suchanek, macht mal ein bisschen hinne, dass die Reihe vorwärts geht und ich von ihm neuen Lesestoff bekomme. In diesem Sinne
Lest mal wieder was. Ciao.